In diesem Video geht es darum, warum der ideale Freifall eigentlich nicht von der Masse abhängt, so wie man das in der Schule lernt. Ja, also schauen wir mal auf die Bewegungsgleichung. Wir betrachten die Fallstrecke S. Und die hängt ja von der Zeit ab. Die Ableitung davon ist die Geschwindigkeit, also v von t ist s Punkt von t. Und die Änderungsrate der Geschwindigkeit wiederum ist die Beschleunigung. Das ist also v Punkt von t bzw. s2 Punkt von t. Soweit klar. Nun ist es so, dass Objekte unterschiedlich auf Kräfte reagieren, ja, mit unterschiedlichen Beschleunigungen. Und zwar, je größer die Masse ist, desto größer ist auch die Kraft, um eine bestimmte Beschleunigung hervorzurufen. Das heißt, um eine bestimmte Beschleunigung zu erzielen, muss man bei einem Objekt mit größerer Masse auch eine größere Kraft ausüben. So, das nennt man die sogenannte träge Masse, weil dahinter steckt das Trägheitsgesetz, ne? Also Objekte bewegen sich geradlinig, gleichförmig oder sie ruhen, solange keine Kräfte wirken. Und dann sind Kräfte wiederum Ursache für Beschleunigung. Aber wie groß jetzt die Beschleunigung ist, die ein Objekt erfährt bei einer bestimmten Kraft, hängt eben von seiner Masse ab. Sogenannte träge Masse. Okay. Gravitationskraft. Ja, es geht ja hier jetzt um einen freien Fall. Wir sind an einem Ort, irgendwo in Mitteleuropa. Nah an der Erdoberfläche und da kann man davon ausgehen, dass die Gravitationskraft Fg ja auch von der Masse abhängt und dann gibt es diesen Ortsfaktor g. G ist gleich 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Ja, das ist eine Naturkonstante sozusagen. Und die Gravitationskraft, die von der Erde auf das Objekt ausgeübt wird, ist eben umso größer, je größer seine Masse ist. Ja, das ist also eine Naturkonstante, diese Masse, die mit der Gravitation zusammenhängt. Die ist aber jetzt im Prinzip nicht identisch mit der trägen Masse, von der wir eben gesprochen haben, sondern die nennt man die sogenannte schwere Masse. So, wenn wir jetzt eine Bewegung anschauen, die wir als freien Fall betrachten, dann ist es ja so, ein Objekt unterliegt der Gravitationskraft. Und was passiert nun? Nun, also die Kraft, die auf das Objekt einübt, die Kraft, die auf das Objekt ausgeübt wird, ist die Gravitationskraft. So. Also träge Masse mal die Beschleunigung, Abhängigkeit von der Zeit, ist die schwere Masse mal der konstante Ortsfaktor. So. Und jetzt sagt das sogenannte Äquivalenzprinzip, dass, soweit man weiß, die träge Masse und die schwere Masse äquivalent sind. Das heißt, man kann sie in eins setzen oder gleich behandeln, so als ob es nur eine einzige Größe wäre. Obwohl es nicht zwangsläufig die gleiche Größe sein muss, weil man könnte sich eine Situation vorstellen,
bei der nur Trägheit eine Rolle spielt und Gravitation ganz klein ist. Ja. Und also es ist ein Forschungsgebiet oder es wird immer noch untersucht, auch mit Hilfe von fortgeschrittenen Methoden, ob nun das Äquivalenzprinzip gilt und man davon ausgehen kann, dass die Träge und die schwere Masse identisch sind. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die identisch sind, dann gibt es in dieser Gleichung hier nur noch einen Faktor m. Und in diesem Fall kann man kürzen. Ja. Und dann findet man, dass die Beschleunigung eben in diesem Fall nicht von der Zeit abhängt, sondern mit dem konstanten Ortsfaktor g übereinstimmt. Und jetzt kann ich überlegen, nun, was heißt das für die Geschwindigkeit, ne? Die Geschwindigkeit müsste ja dann eine Funktion sein, die, wenn ich sie ableite, a von t ergibt. Das wäre in diesem Fall g mal t plus eventuell eine konstante Anfangsgeschwindigkeit. Die würde ja beim Ableiten nach t wegfallen. Ja, und was bedeutet das jetzt für die Fallstrecke? Ich brauche also wieder eine Funktion, die, wenn ich sie nach t ableite, die Geschwindigkeit ergibt. Und da kann man 1/2 mal g mal t Quadrat nehmen. Das gibt abgeleitet 2 mal 1/2 g mal t, also v von t. Allerdings brauche ich jetzt noch einen Term für die Anfangsgeschwindigkeit. Und jetzt könnte ich noch einen Anfangsort oder Strecke dazu nehmen, ja, weil auch die würde wegfallen beim Ableiten. So, wenn ich jetzt mal V0 gleich 0 und S0 gleich 0 nehme, dann folgen die Formeln, die man also im Buch findet. Die Abhängigkeit der Fallstrecke von der Zeit ist 1/2 mal g mal t Quadrat, unabhängig von der Masse des fallenden Objekts. Und der Grund dafür, den sehen wir hier oben, ne? Wenn man davon ausgeht, dass die Trägemasse und die schwere Masse äquivalent sind, dann hängen die Bewegungsgleichungen für den idealen freien Fall nicht von der Masse ab.